23.35 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist, aber bei mir ist es jetzt 23.35 Uhr. Und wir befinden uns in Behen und müssen runter nach Pascal-Inatu, wo wir noch nie waren. Und da bin ich echt gespannt. Aber unser nächstes Ziel ist Bunetta. So. Ich schätze mal, wir werden in dieser Folge... Wow, was macht der Komet am Eingang? Wir werden in dieser Folge auf jeden Fall unten da noch ankommen. Wahrscheinlich sogar zu den Voids noch. Umschauen wir mit T, gell? Ja. Na, wo treiben die sich denn rum? Da ist ein Pirat. Und da ist ein Pirat. Boah, geil. Guck mal, Admirals. Open. Ach, guck mal, wie viele Details das Ding hat. Das habe ich ja noch nie gesehen. So. Aber wir kümmern uns jetzt mal lieber hier, dass wir gleich das Sprungtor rammen. Und Portal Dance. Schießen die uns einfach ins Nichts. Oh, oh. Also wenn sie sich hier keine Piraten verstecken. Das ist ja ein Piratentraum. Muss ich ja sagen, sehr schön. Oh, was ist das Blaue da? Da will ich mal hinfliegen. Da hinten ist doch was. Was ist denn das da unten? Das sind doch Stationen, da düsen wir jetzt mal hin. Das ist doch auf jeden Fall irgendwas. Das kann doch... Ja, schaut mal, was ist das da? Wir fliegen hier auf irgendwas Komisches zu, Leute. Nein, ich versuche nicht die ganze Zeit weh zu drücken. Go! Was ist das? Ja, schaut euch das mal an. Das ist kein Weltraum, das ist... Das ist was. Das ist eine Station. Vielleicht sind es ja schon die Stationen von den anderen Planeten. Das wär's ja. Düsen wir da mal einfach mal schnell hin. Größer wird's auf jeden Fall. Was ist das? Die sind auch zwei so genau nebeneinander. Go, Schiff, gib Gas. Also es sieht auf jeden Fall, boah, wenn das zwei Piratenstationen sind. Ah, die sind ganz schön weit weg, muss ich sagen. Und zwei Stück sind doch ganz schön heftig. Ich weiß nicht, ob wir, können wir es mit zwei Leuten, mit zwei Piratenstationen aufnehmen? Hm, also auf jeden Fall ist es schon größer. Boah, wenn das nur Kometen sind, ich sag's euch, ey. Komm, lad auf, du Boost. Lad auf und zack. Ich versuche ja auch sehr gerne durch Minecraft mit Steuerung rein zu zoomen. Ja, das sind irgendwelche Stationen. Auf jeden Fall. Auf dem Weg hinter können wir ja noch ein bisschen reden, ne? Und zwar habe ich jetzt mit Micha, Doktor und Lena haben wir, glaube ich, heute ein bisschen Terraria gespielt. Betont auf ein bisschen. Aber auf einer privaten Welt, nicht auf der Let's Play Welt. Mal wieder ein bisschen ins Terraria-Zeug reinzukommen. Und Micha, der hat es ja schon wieder so drauf. Spaß hat an Terraria, aber das wird hier nicht viel größer. Was ist denn das? Boah, ich könnte kotzen. So. Mann, das ärgert mich jetzt. Ich will das wissen. So, wo ist denn hier die Station? Oh. Fliegen wir zu dem blauen Fleck da. Als könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass es da nichts ist. Weil wenn man jetzt hier so lang fliegt, dann fällt es doch einem ins Auge. Ja.
Zum Thema, es fällt einem ins Auge. Wir düsen mal zurück mit Highspeed. Aber Terraria, es macht wieder mal richtig viel Spaß zu spielen. Also ich schätze mal, wir werden öfter noch aufnehmen. Aber ich muss jetzt, deswegen nehme ich heute auf, weil ich habe in der Schule schon so, oh geil, gestern Galaxy on Fire aufgenommen, heute will ich nochmal. Es macht mir einfach so viel Spaß, das Spiel. Und ich habe morgen und am Wochenende jetzt nicht wirklich viel Zeit. Also ich werde die Folge hier am Samstag rendern. Das ist der 1. Dezember. Schaut euch das mal an, wie die aus der Ferne auftauchen. Und am 2., 3., 4. oder so, also am Dienstag, der erste Dienstag, schreibe ich Französisch-Schulaufgabe und die darf ich nicht in den Sand setzen. Also da muss ich mich anstrengen und lernen. Auch wenn ich nicht wirklich viel Bock auf Französisch habe, aber wer hat schon Bock auf die zweite Fremdsprache? Mir reicht Englisch. Englisch ist wichtig, damit kann man ohne Englisch, hey, was würden wir... Oder ja, okay, was geil wäre, wenn die Weltsprache Deutsch wäre. Aber ich glaube, mit Englisch bin ich auch ganz zufrieden. Ich mag Englisch. Ist eine schöne Sprache. So, zack. Und endlich mal wieder in ein Terraner-System die Musik. Aber die haben ja auch wieder nur Kacke. Ich hätte gern was Schönes. Der Mantis ist toll. Schaut euch das Ding mal an. 4 primäre Waffen, 4 Raketen, aber kein Geschützturm. Ja, dann will ich mal sagen, düsen wir mal weiter. Bitte nicht das gleiche System, danke. Nach Meissa. Da machen wir unsere Nebenaufgabe und danach gehen wir zur Hauptaufgabe. Lol, ich kann, ist ja geil, man kann mit Leertaste auch schießen. Wusste ich noch gar nicht. Man lernt doch immer was dazu. Womit wir wieder beim Lernen sind. Und ich habe ja in einer der letzten Folgen irgendwie gemeint, so am Ende, dass Linux sehr unnötig ist. Und das Geile war, ich habe am Abend, wo ich die Folge aufgenommen habe, ein bisschen mich um Linux erkundigt und so. Und es gibt ja den Raspberry Pi. Also Pi, nicht Pi, sondern Pi von Pi in Mathe. So. Wie ich sehe, kümmern Sie sich endlich um meinen Auftrag. Ja, und es ist ein wundertolles, superschönes, oh, Wosk. Och nein, ich will keine Wosk angreifen. Okay, die greifen mich an. So. Wosk sind richtig stark. Nix im Vergleich zu Piraten. Indem du über Parteien erfüllst oder Fanden abschließt. Okay, die Wosk hassen mich jetzt also. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, wenn wir in Wosk-Systeme fliegen, weil dann werden wir angegriffen. So, düsen wir mal so außenrum und nehmen den hier noch mit. Halt, bleibst du da. Wie ich auch immer nach vorne steuere. Das ist wie bei einem Autorennen. Als ob, wenn ich nach hinten steuere, irgendwie was nicht funktioniert. So, 2 Stück haben wir noch. Wo sind sie denn? Da. Und den nehmen wir jetzt auch noch mit. Ups. So. Und bleibst du hier. Tja. Wee-wee. Wir werden später noch... Ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht. Sie sind ein verlässlicher Partner, wenn es... um schwierige Aufgaben geht. Ja, bin ich. IMAX-Style. So. Was haben die Wosk denn dabei? 5 Tonnen. Wow, wir haben 18.000 für die Aufgabe bekommen. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Und weil wir jetzt bei den Terranern so beliebt sind, bekommen wir da jetzt auch wieder mehr. Und später müssen wir uns mit dem Wosk anfreunden, weil wir die für die letzte Mission brauchen. Aber das kommt noch alles bis dahin. Oh, da gibt es ja viel Zeit.
Also irgendwie die Hauptstory hat, glaube ich, 20 Stunden Spielzeit oder so. Aber wir können auf jeden Fall lange hier spielen. So. Was ich ein bisschen schade finde, es ist noch nicht sicher, ob die ganzen Add-ons kommen. Mindestens eine Partei zum Feind gehabt. 5000. Oh, oh. Ja, okay, schaut. So sieht es dann aus. Der Balken ganz bei uns. Das heißt, Gvosk sind unsere Feinde. So wie bei den Nivellianern. Wir werden die Nivellianer mehr mögen als die Midoianer. Das heißt, die werden uns hassen. Schauen wir uns das mal an. Die Vosk haben so geile Stationen. Das ärgert mich schon ein bisschen. Schaut, hier, da sind sie. Und das hier, die Punkte sind Stationen, zu denen wir noch später Punkte bekommen, um dahin zu kommen. So, aber wir düsen jetzt mal zu unserer Hauptmission. Und die machen wir noch in der Aufnahme. Auch wenn ich andererseits überleg. Okay, zu spät. Ich hätte schon gerne noch den neuen... Ah, okay, ja. Ballern wir einfach mal blind irgendwie. Okay, das bringt noch nichts. Da sind sie wieder. Jetzt schnell zum Wurmloch, bevor es sich schließt. Alter, ich hab dir doch beim ersten Mal schon gesagt, sprech Deutsch, wenn du was von mir willst. Ah. Ja, gell? Wie beim ersten Mal. Ja, macht meine Schiffe kaputt. Ist schon okay. Nein, ist es nicht. Verpisst euch. Alter. Wow. Ich will noch eigentlich gar nicht ins Wurmloch, aber okay. Attacke zu den Voids. Willst du mich verarschen? Ah, okay, das sollten wir doch mittlerweile gewöhnt sein, würde ich das sagen, oder? Dass die uns immer das Wurmloch vor der Nase zumachen. Deswegen machen wir die jetzt als Rache alle schnell fertig. Ich sollte mal mehr auf meine lila Waffe achten, weil die macht doch schon echt einen guten Schaden. So. Ich mag die Musik. Wow. Hallo? Ihr habt gerade noch ein anderes Schiff angegriffen. Lass mich in Ruhe. Es kommt davon, wenn man sich mit IMAX anlegt. So, ich hätte gern die Überreste. Danke. Und da ist der andere. Komm du auch noch her. Kann es sein, dass die lila eine Waffe, die wir haben, auch so eine Vosk-Waffe ist? Aber ohne Scheiß, das Wurmloch hat sich vor uns zugemacht. Ah ne, warte. Da rechts ist das Zeichen für ein Wurmloch. Oh. Okay. Nehmen wir noch schnell hier die Überreste mit. Wo sind die denn? Oh, die sind aber weit weg. Und ins Wurmloch mit uns. Go. Das sieht schon echt geil aus. So die zwei Ringe, die sich so ineinander drehen. Boah, wenn du jetzt zugehst, ich sag's dir. Wenn du jetzt... Oh. Gut. Hallo. Was? Ah, okay. Hä, die sieht ja mal geil aus. Jetzt muss ich nur noch lang genug am Leben bleiben, um die Daten zu empfangen. Ich hätte gern früher einen Screenshot von der Sonde gemacht, aber der ist zu spät gekommen. Oh mein Gott, 3 Minuten müssen wir jetzt hier noch überleben. 3 Minuten ohne Zeit für die Sonde. Das soll ich das Mutterschiff anvisieren. Sobald es aufgeschaltet ist, wird sie automatisch gestartet. Dann heißt es abwarten. Zeit für die Sonde, ich muss das Mutterschiff anvisieren, sobald es erfasst ist, wird es automatisch... Achso, jetzt habe ich gerade gemacht, oh du Checker. 3 Minuten ohne Ärger, das sollte zu schaffen sein. Ja,
ohne Ärger am meisten. Mir ist unser Maxwell schon so einer. So. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Danke. So, wo ist denn noch einer? Oh, schaut euch das Ding an. Schon heftig. Ach komm, das schauen wir uns jetzt mal schnell im Action Freeze an. Zack. Ist es nicht schön? Ja, es sieht doch voll episch aus. So, das habe ich gebraucht für Thumbnail. Ich finde es geil, dass man hier auch einfach so nach rechts fliegen kann und nach links. Das konnte man auf iOS, glaube ich, gar nicht. Weil man konnte das Handy ja nur nach links und rechts kippen und das war ja zum Kurvenfliegen. Aber ich bin mir gar nicht sicher. So, nee, das konnte man nicht. So, wir haben noch 2 Minuten zum Überleben. Das sollte machbar sein. Also, die letzte Aufnahme gestern, Folge 9 war das, die letzte. Ne, gar nicht. Folge 8. In der, wo wir das Schiff gekauft haben. Das war die beste Folge überhaupt, was uns passieren konnte. Das neue Schiff mit viel mehr Waffen. Und dann... Wow. Hallo. Ja, okay, wir müssen mehr Abstand halten. Und nachdem haben wir ja noch die Piratenstation gefunden mit den super Scannern. Und dann auch noch mit den... Was haben wir denn alles bekommen? Richtig viel Geld haben wir bekommen, damit wir uns dann noch eine Waffe leisten können. Also, wir haben echt Glück gehabt gestern. Richtig gut. Boah, das sieht so episch aus. Ehrlich gesagt, wollte ich heute gar nicht aufnehmen. Also, ich wollte jetzt eigentlich schon... Jetzt sei still! Ja, also die haben ja ihre eigene Welt und wenn da einer einbricht, kann ich die, glaube ich, verstehen. Nee, aber ich wollte jetzt eigentlich schon längst im Bett liegen, weil es ist jetzt gleich 0 Uhr. Und ich bin schon ein bisschen müde. Aber dann habe ich den Fehler gemacht, ich habe das Spiel gestartet und allein der Startbildschirm. Mir ist so ein Gänsehaut über den Rücken gelaufen, als ich das fette Void-Transportschiff gesehen habe, wie es da über den Bildschirm geflogen ist. So episch. So, noch 17 Sekunden und dann können wir uns hier rausmachen. Aber noch gut die Überreste einsammeln. Wow! Datentransfer erfolgreich. Jetzt nicht mehr raus hier. Das Wurmloch ist da, aber ich will noch gar nicht raus. Mir macht es Spaß. So, packen wir die mal ein. Einmal zum Mitnehmen bitte, danke. Und Wurmloch, kann ich das? Ne, kann ich nicht. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen heftiger. Weil die Viecher greifen uns jetzt. Ich weiß gar nicht, wollen wir die zurück angreifen oder. Wo sind die denn? Oh, 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 oh. Schnell weg, würde ich da sagen. Schnell weg. Als Wurmloch, wie ich es kenne, macht's. Ja, genau. Und. Boost, 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 boost. So, und jetzt schnell nach rechts ziehen. Ja, genau, du bist ein Arschloch. Du bist mir so ein Kackwurmloch. Boah, natürlich wieder auf der anderen Seite. Nicht, als ob ich die Folge auch irgendwann mal beenden muss. Ja, jetzt halt eine lange Kampffolge. So. Gut, der kleine Void ist auch weg. Jetzt haben wir noch die 2 anderen. Wie wollen wir sie denn nennen? So. Was ich schön fand, unter der ersten Folge schreibt einer, ich weiß gar nicht mehr, welche Waffensysteme der genannt hat. Aber er so... Oh, in 5 Sekunden habe ich einen Piraten erschossen. Wir haben halt erst 20 Minuten von dem Spiel gespielt. Und natürlich schaffen wir es da keine Waffen zu kaufen, mit denen wir in 5 Sekunden Piraten erschießen können.
Mittlerweile haben wir auch schon saugute Waffen. Alter, wer greift mich denn jetzt an? So, die kämpfen wir jetzt nochmal. Ja, die fliegen doch perfekt vor uns. Das ist halt das Geile an diesen wendigen Schiffen. Wir können denen so schnell nach. Die haben zwar noch wendigere, aber unseres ist wendig genug. Sehen wir auch. Wenn ich den Motor anmache und uns umdrehe, dann sind wir gleich an denen. So. Wunderschön. Einmal. Och nein! Zu früh gefreut. So, und wehe, du gehst jetzt zu, aber das wäre jetzt die Zeit, wo es zugehen müsste. Jetzt zieh uns rein, komm, 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 komm. Okay, wir sind drin. Halleluja, wir haben es geschafft. Ja, jetzt geht schon wieder Neues auf. Das ist jetzt hier der Hauptsitz von denen. Computer, Sprechverbindung zu Dr. Paulini herstellen. Keith, schön von Ihnen zu hören. Wie läuft es? Mission erledigt. Kleinigkeit. Sie können schon mal Ihr Abendkleid anprobieren. Oh yeah. Bevor Sie zurückkommen, müssen Sie noch zu Brent auf die Elliot-Station im Augmenter-System fliegen. Er hat Neuigkeiten für Sie. Die Daten der Sonde übermitteln Sie von dort. Na toll, das war nicht abgemacht. Also gut, ich beeile mich. Vergessen Sie unser Date nicht. Oh yeah. Zack! 3 Errungenschaften, mehr als 100 Schiffe abgeschossen. Mehr als 25 Tonnen Alien-Überreste. Alter, wir werden so reich. Schaut euch das mal an, wie schnell wir jetzt schon wieder Geld haben. Geil. So. Alien-Überreste. Hier können wir sie am teuersten verkaufen. Aber eigentlich sollte... Ah, nee, wir... Nee, die brauchen wir nicht. Egal, ich verkaufe die mal. Ich weiß gar nicht mehr, für den Kador brauchten wir, was ist das für ein Deutsch schon wieder, IMAX? Es ist auch spät. Und deswegen, danke fürs Zuschauen bei Folge Nummer 9, ich schätze mal 11, müsste das sein? Ja, kommt hin. Bis zum nächsten Mal, tschüss.